Ich darf Sie wieder begrüßen. Sie ahnen schon, wo ich mich hier aufhalte. Ich bin im Museum der Stadt Bad Gandersheim. Hier in einem Sonderbereich werden Foto-, Kino- und Schmalfilmgeräte der letzten 100 Jahre gezeigt. Hier haben wir ein Werbeschild unseres Kinos in Gandersheim, in Bad Gandersheim, das aber inzwischen erneuert wurde. Das Lichtspieltheater Gandersheim wurde im Jahr 1914 von dem Tischlermeister Schlüter gegründet. Im Gandersheimer Kreisblatt vom 14. November 1914 wird die Eröffnung der Lichtspiele Gandersheim des Herrn Schlüter angezeigt. Und zwar sieht das dann so aus. Und hier werden auch die Eintrittspreise genannt. Und zwar der erste Platz 60 Pfennig, der zweite Platz 45 Pfennig, der dritte Platz 30 Pfennig und dann kommt noch Rang, in Klammer eine Treppe, eine Mark. Sonntag, Nachmittag, 15:45 Uhr, Kindervorstellung zum halben Preis. Zu den Abendvorstellungen haben Kinder keinen Zutritt. Und so sah das in etwa aus. Nach dem Ersten Weltkrieg im März 1919 wurde in einer besonderen Anzeige im Gandersheimer Kreisblatt der Verkauf des Kinos angezeigt. Ich lese den Text einfach mal vor. Statt besonderer Anzeige gebe hiermit den Einwohnern von Gandersheim und der Umgebung bekannt, dass ich das Lichtspieltheater des Herrn Schlüter käuflich erworben habe. Als langjährigem Fachmann wird es mir möglich sein, Gandersheim in den Besitz eines erstklassigen Theaters zu bringen, das mit jedem Theater einer Großstadt konkurrieren kann. Die werten Einwohner bitte ich ergebenst, mich in meinem Unternehmen tatkräftig zu unterstützen, damit nur erstklassige Sachen zur Vorführung gebracht werden können. Auch bin ich zur Bildung und Belehrung in Filmen für Schulkinder jeden Alters bereit und rechne voll und ganz damit, dass auch die Herren Schulvorstände mir in dieser Sache zur Seite stehen. Voraussichtlich Eröffnungsprogramm für Kinder, Mittwoch den 26. März, für Erwachsene, Sonnabend und Sonntag den 29. und 30. März 1919. Näheres wird noch bekannt gegeben. Es lautet ganz ergebenst ein Direktor C. Hoffmann. Nach nur einem Jahr wurde das Kino erneut verkauft. Aus den Lichtspielen Gandersheim wurden mit dem neuen Inhaber Bernhard Thaler die Residenzlichtspiele Gandersheim. Das Kino wird im Jahr 1925 erneut verkauft und zwar an Gustav Blötz. Dann geht das weiter 1937 an August Gessner. 1940 an Frau Marie-Louise Flamm, 1955 Ernst Kiene Junior, 1960 Walter Porschke, der das Kino dann oder die Familie das Kino dann sehr lange betrieben hat, und 1996 B&B Westerstede, 2003 Peter Genersch aus Hannover und 2005 dann der Kinoverein Gandion, der das Kino auch heute noch betreibt und das Kino auch digitalisiert hat und modernisiert hat. Ja, das ist ja diese Liste. Da ist das alles vermerkt. Mit der Übernahme des Kinos Residenzlichtspiele Bad Gandersheim bekam das Kino vom Kinoverein natürlich auch einen neuen Namen. Und zwar zusammengesetzt aus Gandersheim und Odeon. Gandion. Das Museum der Stadt Bad Gandersheim, kurz Stadtmuseum genannt, zeigt nicht nur diese Kinomaschine, die hier in unserem Kino 50 Jahre lang gearbeitet hat, sondern eine sehr große Auswahl analoger Foto- und Kinogeräte, die von Gandersheimer Bürgerinnen und Bürgern gesammelt wurden. Ich darf Sie einladen, diese Ausstellung einmal persönlich zu besuchen. Nachdem sich der Tonfilm nach 1930 durchsetzen konnte, brauchte man für die immer größer werdende Kinosäle auch eine leistungsstarke Maschine. Diese Bauer B8 kam dann nach 1935 in die Kinos, sie war aber damals noch in Schwarz lackiert.
Diese Maschine von 1955 ist dann schon etwas freundlicher lackiert, und zwar in dem grünen Hammerschlaglack. Nach 1945 bewegte sich in der Forschung und Entwicklung der Kinotechnik wieder einiges. Die Frage war, wie schafft man es, auf einem normalen 35mm Film ein viel breiteres Bild unterzubringen? Das war die Frage. Wie konnte so etwas funktionieren, ein sehr breites Bild auf einem normalen 35mm Film zu speichern? Ganz einfach. Mit einem Spezialobjektiv, mit einem Vorsatzobjektiv, das in die Breite vergrößert, aber nicht in die Höhe. Also bei gleichbleibender Höhe sehr viel breiter vergrößert. Und so ein Wunderobjektiv gab es tatsächlich nach 1950 mit dem Namen Anamorphot. Dieser Anamorphot wurde bei der Filmaufnahme vor das Kameraobjektiv geschraubt und zum Entzerren im Kino auch vor das Objektiv, vor das Projektionsobjektiv des Projektors gesetzt. Die eigentliche Erfindung dieses Objektivs, das nur in die Breite vergrößert, aber nicht in die Höhe, war aber schon viel, viel älter. Allerdings hatten die alten Projektoren und aber auch die neueren Projektoren keine Halterungen oder Wechselfassungen für derart schwere Objektive. Es gab aber auch keine Möglichkeit, die Bildfenster auszuwechseln. Hier sieht man jetzt schon mal einen Halter, einen Objektivhalter, der dann später nachträglich angebaut werden konnte, auch an die älteren Maschinen. So sah das Teil aus. Ja, daraufhin mussten ab 1954 alle Projektoren, die für das normale Tonfilmsystem eingerichtet waren, umgebaut werden für das neue Breitbildsystem Cinemascope. Dieses Objektiv ist das normale Objektiv für die Wochenschau und den Kulturfilm, also Normalfilm. Und jetzt zeige ich Ihnen das, wie das gewechselt wird. Da wird diese Mutter gelöst. Das geht sehr schnell. Und man kann das dann abziehen. Und dieses schwere Objektiv, die sind wirklich schwer, wird dann so aufgesetzt und befestigt. Und hier ist jetzt ein Projektionsobjektiv und der Anamorphot zum Entzerren. Es sind also zwei Objektive in dieser Hülse und das ist ziemlich schwer. Bei diesem Objektiv war es sehr wichtig, denn es war sehr schwer, dass man es richtig anfasst, dass man es nicht fallen lässt. Denn wenn es runterfällt, dann konnte es passieren, dass sich die Linsen in dem Kit, die waren eingekittet, weil die Linsen ganz besondere Formen hatten, und dass sich der Kit löste und dass die Linse dann, dass das Objektiv dann unbrauchbar wurde. Und dann kostete so ein Objektiv 1000 D-Mark. Und der Vorführer war ja dann selbst schuld, er musste es dann ersetzen. Also auch eine gute Haftpflichtversicherung wäre dann vonnöten gewesen. Also das bitte nicht fallen lassen. Das könnte passieren, dass es kaputt ist. Ja, das Wechseln dieser Objektive musste auch teilweise ziemlich schnell gehen. Das konnte man dann so abziehen. Und dann wieder das normale wieder aufstecken. Tja, so war das. Die Bildfenster für Normaltonfilm und für Cinemascope-Film waren unterschiedlich groß. Und so musste man auch die Möglichkeit haben, diese Bildfenster auszuwechseln. Das hat dann die Firma Bauer auch so gelöst, indem man dieses Bildfenster jetzt hier zurückdrückt und rausziehen kann. Das ist das Bildfenster für Cinemascope. Reinschieben und nach vorne ziehen. Zurückdrücken und rausziehen. Ja, so. Natürlich ließ sich auch die Filmbahn auswechseln. Das ist dieses Teil.
Auf der Filmbahn erkennt man zwei schwarze Samtstreifen. Und zwar, der Film gleitet dann auf diesen Samtstreifen lang. Und wenn diese Samtstreifen verbraucht sind, dann muss der Filmvorführer diese Streifen erneuern. Er hatte also über mehrere Filmbahnen, er musste ja nicht diese gleiche, und er hatte schon eine fertige und die konnte er dann auswechseln. Und die wurde hier wieder eingesteckt und nach unten geschoben. Jetzt ist sie wieder montiert. Und das Bildfenster. So. Jetzt wird die Sache richtig spannend. Zu einem neuen Breitbildsystem gehört natürlich auch ein neues Tongerät. Und dieses Tongerät war ein Vierkanal-Magnettongerät in etwa dieser Größe. Und dieses Gerät wurde auf den Kopf geschraubt, also hier. Und dieses Teil, diese Feuerschutztrommel, kam dann höher. Also saß dieses Gerät etwa da, in dieser Größe. Und hier habe ich eine Abbildung. Da ist das Vierkanal-Magnetolaufwerk auf den Kopf montiert, hier oben drauf. Ich zeige Ihnen das mal näher. Also hier kann man das schon sehr schön erkennen. Allerdings ist dieser Projektor andersrum gebaut. Hier ist das Filmlaufwerk und auf dem Laufwerk sitzt das Magnetolaufwerk. Ja, hier habe ich noch eine Abbildung. Da ist das Laufwerk auf einer B12 montiert. Ja, das war dann aber auch längst noch nicht alles. Man brauchte dann vier Vorverstärker, vier Endstufen, einen Endverstärker, einen Saalregler und vier Lautsprechergruppen. Eine neue Bildwand, meistens war sie 10 Meter breit. Die Lautsprecher wurden dann drei, wurden dann links, Mitte, rechts hinter der Leinwand montiert und für den Effektkanal der Lautsprecher kam hinten in den Kinosaal. So sieht das dann aus. Das ist hier ein Verstärkergestell mit den vier Endverstärkern und das ist der Tonkopf. Man kann erkennen, da sind also vier Spuren zu erkennen auf dem Tonkopf. Soweit, so gut. Um auf einem 35 mm Film vier Magnettonspuren unterbringen zu können, musste man erst einmal die gute alte Lichttonspur von 1930 entfernen. Dann machte man die Perforationslöcher schmaler, von Rechteck auf Viereck. Und deshalb musste man dann auch die Transportrollen, die Zahnrollen auswechseln, weil die Zähne zu breit waren und die Schaltrolle natürlich auch. Hier sieht man jetzt den Lichttonstreifen, der dann entfernt wurde. Man hatte erst überlegt, ob man diesen Lichttonstreifen nur halb so breit macht und dann auf dem Film belässt, aber der Platz wurde dann doch gebraucht. Hier hat man die zwei und die drei Haupttonspuren und hier ist die Effekttonspur, die ist schmaler. Das Bildfenster ist natürlich viel größer als beim Normalfilm. Es passt mehr Licht durch und man muss auch nicht so groß vergrößern in der Höhe. Hier kann man jetzt sehr gut erkennen, dass die Perforationslöcher viereckig sind, nicht rechteckig. Man kann auch die Tonstreifen sehr gut erkennen und der Lichttonstreifen wurde dann nicht verwirklicht, der wurde weggelassen. Links, Mitte, rechts und Effekt. Ja, dann war es soweit. Dann kamen die ersten Cinemascope-Filme auch in die deutschen Kinos. Das Gewand, Es wird immer wieder Tag, Carmen Jones, Der Talisman, Das letzte Gefecht, Jenseits von Eden und. Wer diese Filme sehen wollte, musste mit der Eisenbahn in die nächste größere Stadt fahren. Denn im Kino um die Ecke waren diese Filme nicht zu sehen. Was war der Grund? Tja, die kleinen Kinos konnten sich den Umbau auf Vierkanal-Magnetoren mit 50.000 D-Mark pro Saal einfach nicht leisten. Was nun? Es musste schnell gehandelt werden. Der Rechteinhaber und Produzent der Cinemascope-Filme
entschloss sich dann auch Filmkopien mit der guten alten Lichttonspur von 1930 auszuliefern. Natürlich wurde diese Entscheidung auch von den großen Filmtheaterbetrieben freudig begrüßt, denn der Vierkanal-Magnetton war auch für die Großen viel zu teuer. Es war natürlich der richtige Weg, auch Filmkopien auszuliefern, Cinemascope mit Lichtton. Denn die Umbaukosten auf Cinemascope Lichtton pro Kinosaal lagen immer noch bei 8.000 bis 10.000 D-Mark. Und mehr wollte kein Kinobesitzer dafür ausgeben. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Lichtton von 1930 beschäftigen. Ich habe hier eine Abbildung eines einkanaligen Lichttons. Dieser Streifen ist allerdings von 1960. So sah das also etwa 1960 aus. Auf der Lichttonspur von 1960 kann man sehr gut erkennen, es ist ein Kanal. Während auf dieser Lichttonspur kann man sehr gut erkennen, es sind zwei Kanäle, also Stereo. Hier in diesem Bereich sehen wir das Lichttongerät. Das Lichttongerät ist bei allen Projektoren immer an der gleichen Stelle montiert, denn der Ton wird 20 Bilder vor dem Bild, vor dem eigentlichen Bild abgetastet. Und das ist hier, an dieser Stelle. Das Bild wird hier abgetastet und der Ton wird hier abgetastet. Also 20 Bilder weiter davor. Es war einfach nicht möglich, Bild und Ton an der gleichen Stelle abzutasten. Deswegen 20 Bilder entfernt. So war die Sache technisch möglich. Das Lichttongerät besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse, in dem die Schwungmasse für den Gleichlauf des Films untergebracht ist. Das ist die Schwungmasse. Im Lichttongerät befindet sich an dieser Stelle eine Tonlampe. 6 Volt, 5 Ampere, 30 Watt, die mit ihrem Licht und einem Objektiv die Lichttonspur durchleuchtet und auf der Fotozelle abbildet. Das ist die Fotozelle. Schwungmasse, Tonlampe, Objektiv, Fotozelle. Die Tonlampe wird mit Gleichstrom betrieben. Denn bei Wechselstrom mit 50 Hertz wird eine Glühlampe 50 Mal in der Sekunde ein- und ausgeschaltet. Im Lautsprecher ist dann neben dem Filmton ein 50 Hertz Brummton zu hören, der besonders stören würde. Deshalb wird Gleichstrom verwendet. Eine durchgebrannte Tonlampe lässt sich auf der Rückseite des Projektors auswechseln. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind jetzt auf der Rückseite des Projektors. Ein Kühlventilator, der Antriebsmotor, das Tongerät. Hier ist dieses schwarze Teil, das ist die Fassung der Tonlampe. Die Fassung ist gesichert mit einer Schraube, damit sie festsitzt. Die Fassung lässt sich herausziehen. Und das ist die eigentliche Tonlampe. 6 Volt, 5 Ampere, 30 Watt. Und die ist gesichert mit einer Madenschraube, damit die Tonlampe genauso sitzt, wie sie sitzen soll. Die wird dann festgezogen. Hier ist eine Markierung, ein Markierungsstrich und der muss dann hier übereinstimmen mit dem Strich. Tja, jetzt schalten wir die Lampe mal ein. So sieht das aus, wenn die Lampe brennt. Aus. Wieder ausrichten. Und wieder festziehen. Hier an dieser Stelle im Lichttongerät sitzt die Fotozelle. Die Fotozelle lässt sich natürlich auch auswechseln. Hier ist eine Schutzkappe, die kann man abdrehen. Und dann kann man die Fotozelle herausziehen. Manchmal geht es etwas schwer. Das ist die eigentliche Fotozelle. Hier drin, das ist das Gehäuse und hier drin ist die Fotozelle, die gasgefüllte Fotozelle. Wenn man diese Fotozelle auswechseln muss, kann es passieren, dass der Ton nach dem Auswechseln zu hell oder zu dunkel ist. Dann gibt es die Möglichkeit, hier am Objektiv das Objektiv nachzustellen, nachzuregeln. Hier ist eine Schutzkappe, die schiebt man nach oben und hier kann man dann erkennen, hier sind dann zwei, eine Kontermutter und eine Einstellmöglichkeit für das Tonobjektiv, mit dem man dann das Tonobjektiv verstellen kann. Etwas schärfer, etwas weniger scharf, sodass man den Ton mit dem Gehör wieder einstellen kann. Nicht zu
viel Bass und nicht zu viel Höhen. Man muss so den Mittelweg finden, damit das sich wieder gut anhört. Da braucht man keine Messgeräte, das kann man einfach hören. Tja, und dann wird das wieder zugeschraubt. Die Fotozelle lässt sich sogar im Betrieb auswechseln, allerdings ist dann für kurze Zeit kein Ton zu hören. Ich habe hier eine Zeichnung angefertigt vom Lichttongerät und möchte Ihnen das dann mal ganz genau erklären, wie das denn arbeitet. Und zwar ist dieses große Teil hier, das ist die Schwungmasse. Der Film kommt hier oben an, über eine Umlenkrolle und geht dann über die Schwungmasse weiter nach unten. Die Schwungmasse ist notwendig, damit der Ton nicht jault. Also da wird der Film gleichmäßig bewegt. Hier haben wir die Tonlampe, die kennen wir ja schon. Hier ist das Objektiv, das man scharf stellen kann. Und hier wird der Film abgetastet, der Tonstreifen. Da man aber in der Schwungmasse keinen Platz hatte für die Fotozelle, musste man die Fotozelle außerhalb anbringen. Jetzt wird das Licht von hier mit einem Glasstab, das ist der Glasstab, von hier zur Fotozelle gebracht und hier dann in die Fotozelle eingeblendet. Das ist dann die Fotozelle, die wird mit einer Saugspannung von 100 Volt Gleichstrom angetrieben. Also ohne Spannung würde da nichts passieren. Und hier kommt dann der Vorverstärker, Endverstärker und dann der Lautsprecher. Jetzt habe ich das noch mal etwas näher eingestellt, so kann man es noch besser erkennen. Tonlampe, Objektiv zum Scharfstellen, Schwungmasse, Umlenkrollen, Glasstab, Fotozelle, Vorverstärker, Endverstärker, Lautsprecher. Es ist wichtig, den Film genau einzulegen in den Projektor und dafür gibt es eine Beleuchtung, eine Bildfensterbeleuchtung. Hier wird das Bildfenster beleuchtet, damit man den Bildstrich erkennen kann und den Film bildgenau einlegen kann. Ein Schalter gibt es auch dafür, der sitzt hier. Hier kann man die Bildfensterbeleuchtung einschalten. Jetzt brennt die Beleuchtung, jetzt ist sie aus. Gleichzeitig wird dann auch hier oben eine Lampe eingeschaltet, damit der Filmvorführer sehen kann, wie viel Film ist denn noch auf der Spule drauf. Da oben kann man dann erkennen, wie viel Film noch drauf ist. Mit der Bildfensterbeleuchtung lässt sich dann hier der Film bildgenau einlegen. Schalte nochmal ein. Im Vorführraum eines Kinos gab es immer zwei solche Maschinen. Denn die Filmrollen durften nur 600 Meter lang sein. Der Film war leicht brennbar und das war sehr gefährlich und deswegen 600 Meter. Eine 600 Meter Spule lief dann in etwa 20 Minuten. Der Vorführer musste dann also alle 20 Minuten oder auch schon eher von dieser Maschine auf die andere Maschine wechseln. Jetzt war es wichtig, dass der Film hier bildgenau eingelegt wird. Wurde er nicht bildgenau eingelegt, dann musste er sehr schnell reagieren und zwar den Film Schlitten rauf oder runter drehen. Denn auf der Bildwand war ein Bildstrich zu sehen und das wollte man auf keinen Fall. Deswegen musste der Film hier bildgenau eingelegt werden mit Hilfe der Bildfensterbeleuchtung. Deswegen diese Bildfensterbeleuchtung hier. Ja, jetzt kommen wir zu den Feuerschutzklappen. Das sind so kleine Fensterchen, über die der Vorführer die Bildwand beobachten konnte. Aber das Licht der Projektoren musste ja auch aus dem Vorführraum auf die Bildwand. Es gab also 5 von diesen Fenstern, meistens 5. 3 Stück für die Maschinen und 2 für den Vorführer. Die Maschine hatte eine Einrichtung. Sobald es also in der Filmbahn brannte, wurde ein Kontakt geschlossen. Und dann fielen diese Schieber hier alle 5 gleichzeitig runter. Das hörte sich dann so an. Die Zuschauer im Saal wussten natürlich nicht, was ist jetzt passiert. Sie sahen ja auch nichts, denn es war ja geschlossen, wenn jetzt da oben etwas mehr Feuer war. Diese Klappen sollten natürlich auch verhindern, die Metallklappen sollten verhindern, dass ein größeres Feuer auf den Saal übergriff. Das war das Problem. Diese Klappen waren dann aber später nicht mehr notwendig, als der Nitrofilm verboten wurde, als es nur noch Sicherheitsfilm gab, brauchte man diese Klappen nicht mehr.
Wir gehen mal in das Jahr 1976 zurück. Alle Filmkopien arbeiteten mit dem Lichtton von 1930. Der Vierkanal-Magnetton spielte keine große Rolle mehr. Aber dann kam Dolby A. Dolby A ist eine analoge Stereo-Lichttonspur mit einem Rauschunterdrückungssystem, das den analogen Lichtton im Kino erheblich verbesserte. Na endlich! Das ist die analoge Lichttonspur von Dolby A. Es sind also zwei Spuren. Das ist der Bildstrich, die Perforation. Durch einen technischen Trick konnten auch die alten Mono-Lichttongeräte in den kleinen Kinos die Stereo-Lichttonspur lesen und in Mono wiedergeben. Das war schon mal gut. Aber das war noch längst nicht alles. Das Besondere bei Dolby A waren vier Tonkanäle, die aber in zwei Stereo-Lichttonspuren gespeichert waren. Eine besondere Schaltung war tatsächlich in der Lage, aus einer zweikanaligen Stereo-Lichttonspur vier Tonkanäle zu errechnen. Ein kleines technisches Wunder. In den beiden Stereokanälen links und rechts waren tatsächlich noch ein Centerkanal und ein Surround-Kanal gespeichert. Also auch wieder vier Tonkanäle wie bei dem Vierkanal-Magnetton, aber viel preiswerter durch den Wegfall der Magnettonspuren. Hier sehen wir die Tonspur von 1980 in Cyan. Abgetastet wurde diese Tonspur mit rotem LED-Licht oder mit Laserlicht. Da aber die Kinos nicht alle gleichzeitig auf Rotlichtabtastung umgestellt werden konnten, wählte man für eine Übergangszeit die Farbe Magenta. Diese Magenta-Lichttonspur eignete sich für die weiße und Rotlichtabtastung gleichermaßen, hatte aber gegenüber der Cyan-Lichttonspur doch noch einige Nachteile. Die Magenta-Lichttonspur war ja auch nur eine Übergangslösung, bis alle Kinos die Cyan-Lichttonspur abtasten konnten. Danach verschwand Magenta schnell wieder. Ja, dann dauerte es wieder einige Jahre, bis sich wieder was bewegte. Im Jahr 1987 setzte Dolby noch einen drauf, mit einer noch besseren Rauschunterdrückung, mit dem Namen Dolby Stereo Spektral Recording. Abgekürzt Dolby SR. Das SR stand nicht für Surround, sondern für Spektral Recording. Oder man nannte es auch nur Dolby SR. Auch wieder vier Tonkanäle, aber mit einem Zusatzkanal für die tiefen Frequenzen. Das war auch hier drin gespeichert. Dann dauerte es immerhin noch 5 Jahre. Der Firma Dolby gelang es, eine digitale Lichttonspur in den Perforationsstegen unterzubringen, genannt Dolby Digital. Das sieht man hier. Das ist die digitale Tonspur. Dieses digitale Kinofilm-Tonsystem hatte dann schon 7 Tonkanäle plus einen Kanal für die tiefen Frequenzen. Damit war die Entwicklung des Lichttonsystems im Kino abgeschlossen. Nachdem die Kinobetreiber diesen Tonschock einigermaßen überwunden hatten, stand ihnen ein noch viel größerer Schock ins Haus. Im Jahr 2000 zeichnete sich mit der Digitalisierung des Kinos das Ende der so geliebten Filmrollen ab, auf denen das Bild und der Ton analog für jeden sichtbar gespeichert waren. Ob das moderne, digitale Kino die nächsten 10 Jahre überlebt, liegt nicht in unserer Macht. Der mediale Markt hat sicherlich andere Pläne, als einigen Filmfreunden teure Spielfilme in einem Palast zu servieren. Es ist gleich 20 Uhr, dann können wir anfangen. Die Zuschauer haben Platz genommen. Wir regeln jetzt die Musik langsam runter.
dann können wir das Gerät ausschalten. Und das nächste ist dann der Gong. Das Licht ist jetzt langsam runtergeregelt und jetzt kann ich anfangen. Wir erkennen nur eine Vierphasen-Skala und das für uns nicht sichtbare Ultraviolett. Hier sieht sie sich sofort eine zur Aufnahme von Blütenstaub vorbereitete Zelle, um die Pollen abzuspalten. Nur die jungen Hummelköniginnen überwintern in einem Erdloch und verlassen das leere Nest.